Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit Nellis Profi. Und ja, wir haben jetzt gerade wieder eine Fortsetzung der Challenge. Jetzt bin ich dran. Und Herr LS Profi und Herr Levin, kann ich anfangen? Ja. Was? Motor lassen wir noch aus, oder? Hat der Motor bei dir auch schon gelaufen, Justin? Bei mir hat er auch schon gelaufen. Super. Okay, ja, dann machen Motor. Ein bisschen zurückfahren doch. Nee, das passt nicht. Doch, wirklich. Jetzt. Stopp, das war zu viel. Ja, ist egal. Dann bereit? Ja. Ja. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ach du Scheiße, was ist ein Start? Erstmal die Handbremse finden, wo die rausgeht. Achtung! Ja. Oh, die erste Frucht! Oh, Scheiße, Mann! Das sind die ersten 5 Sekunden. Achtung, Omi! Oh, Junge, pass auf! Okay. Wie viel Frucht der mitgenommen hat. Also, Junge, hast du den Führerschein im Lotto gewonnen? Oh, die nächste Führerschein. Knapp. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Und jetzt langsam abbremsen. Nicht gegen die Karre fahren. Langsam, Motor aus. Schön mitfahren. Gib Gas, Junge. Ja, es geht nicht. Alter, du bist so ein. Let's go. Eine Minute. Digga, ey. Junge. Also früher wurde nur auf die Schule gefahren, bis damit konntest du besser mitfahren, muss ich sagen. Oh, halt die Kappe. Jetzt darf ich da vorne auf die Ding schauen, gell? Stopp, erst stehen bleiben, drin. Motor aus und dann los. Spaß. Los! Muss doch zu BGA! Chill doch einmal deine Nippel, Alter. Was? Ja. Bei welcher Zeit stehen wir aktuell? Jetzt? Ja, komm, Domi, fahr gegen ihn! Fahr vor ihn! Komm! Ja! Nein. Ja, okay. Bei welcher Zeit stehen wir aktuell? 1,56. Boah, Digga, das kostet so viel Zeit. Aber bis jetzt bin ich mir jetzt sicher, ich hab 3 Minuten irgendwas gehabt. Ja, du bist ja überall hängen geblieben. Ja, das wird bei, ja, Chris ist um bei Parcours geblieben und wir sind noch lange nicht bei der BGA. Und so wie der fährt, bleibt er noch öfter hängen. Ey, Achtung, Omi! Hallo, fahr auf der Straße. Kurz weggeschlittert. Ja, besser wegschlittern als dagegen fahren, oder? Ey, Chrissy! Ja? Guck mal kurz bei mir. Nein, guck gar nix. Ja, ein Fettleckeres! Ja! Ja! Hallo, nicht durchs Feld, sag mal! Das kostet so viel Zeit, Junge. Hättest du den Feldweg genommen, wärst du so viel schneller. Und jetzt auch gegen Post, das war's. Und noch im Motor abgewürgt, ach du Scheiße. Das war's. Oh komm, 20 Sekunden hast du noch! Das wird er nie im Leben schaffen, in 20 Sekunden an der BGA zu sein. Das geht geil, die 20 Sekunden sind jetzt rum. Das war's. Boom! Digga. Ja, sorry, mein lieber Chrissy, aber das war's. Also! Was ein toller Gegner, aber das war's. Ja, wir haben einen Gewinner. Ich erinnere noch mal ganz kurz. Also, Justin hatte 3 Minuten 29,83. Digga, als ob es jetzt so auf die Sekunden auch ankommt. Chrissy hatte 3 Minuten 33,49. So was, allerdings noch mal 10 Sekunden draufkommen.
Ja! Ja? Ja? Kannst du dich vielleicht noch erinnern? Die ganze Frucht kommt ja noch dazu. Ein Stück Frucht mitgenommen hat. Junge, du hast das halbe Feld gefühlt mitgenommen. Also sind es bei Chrissy? Ja, also sind es 3,43. Scheiße. Also Chrissy, so. Fahren kannst du gar nicht, Alter. So, der Gewinner bekommt nichts und das war jetzt nur Zeitverschwendung. Willst du mich verarschen oder was? Nein. Du überweist mir, du schenkst mir jetzt irgendwas. Nein, das war wirklich nur ein kleiner Spaß. Jetzt kriege ich. Krieg ich den Drescher? Nein. Ach, was, nicht den Drescher. Was brauchst denn du? Ich brauchst brauch du alles. Irgendwie Stroh für deine Kühe oder so? Nein, ich brauche kein Mat. Ich brauche. Scheiße, was brauche ich denn nochmal unbedingt? Mist. Hülle. Nein. Ich brauche Ampel. Nein, warte kurz. Ich kann dir gerade sagen, was ich brauche. Ich brauche unbedingt. Ich muss gerade gucken. Was ist denn doch mal scheiße? Am besten noch ein Ballenlager. Ein Ballenlager. Richtig. Ja, ich brauche bei Akrans Lager brauche ich das Quaderballen Großlager, wo ich alles reinmachen kann. Okay. Ja, also wir haben ja auch schon mal den New Holland rausgegeben. Ja. Der war ja auch relativ preisintensiv. Der hat 300.000 gekostet, die alle kosten 50.000. Wo ist denn der? Unter Mittelgroßfaktoren, glaube ich. Richtig. Der hat, oder gib dir mir nochmal einen Traktor. Das wäre natürlich auch kein Problem. Das Lohnunternehmen übernimmt die Kosten für das Ballenlager zu 1%. Ah. Nein, zu 100%. Ich wollte schon sagen. Also da wieder. Das finde ich jetzt nicht von Kriterien wieder. Okay, also. Warte. 50.000. Aber ich könnte jetzt auch mit den 50.000 was anderes machen, oder? Oder nicht? Nee. Ich muss das Ballenlager kaufen, okay. Ja. Ich hoffe, das Ballenlager hält. Ey, Chrissy, weil du ja verloren hast, darf ich es auf deine Kuhweide stellen? Chrissy? Okay. Das ist einfach, ey. Du machst gar nichts. Ich? Komm. Deine Kuhweide ist doch schon gerade, Mann. Meine ist für ein Arsch, Alter, die ist voll schepp. Boni, wo ist das Bier? Ja. Geh du da deine 50.000 da in deine Kurweiden investieren und gib Ruhe halten. Also, am liebsten möchte ich die 50.000 in dein ADAC-Sicherheitstraining investieren. Du fährst ja wirklich die letzte Kürze zusammen, Junge. So ist platziert, Alter, finde ich. Was sind ja Ballen drin? Schade, das wäre jetzt das Geilste gewesen, wenn einfach Ballen drin wären. Jojo, Herr Kollege. Sieht nicht so. Oh, aua. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen was an der Straße bauen. War schon so. Kann ich auch endlich meine Ballen einladen. Scheiße, ich hätte doch ein Förderband lieber kaufen sollen. Was kriegt eigentlich der Verlierer? Gar nichts. Einen fetten Arschtritt. Das ist der Verlierer. Bist dafür, dass es so nett. Schlecht war. Bist aber sehr nett zu den anderen Leuten. Natürlich. So nett, wie du zu mir bist.
Hier ist ein Verlierer, warum soll er was kriegen, Alter? Verliere ich ja auch nicht. Sieha. Was denn? Erkennung, damit du nicht wohnen hast. Also ich nicht. Also bei Challenges hast du bis jetzt noch nie so richtig glänzt. Chrissy, was ist da los? Interessiert mich nicht. Warum interessiert sich nicht? Weil mich nur das interessiert, damit auf dem Konto die Zahl stimmt. Wow. Und Herr Kollege, Sie sind etwas leise, machen Sie einmal lauter. Nö. Doch, Sie machen sich lauter. Nö, machen Sie mich doch lauter. Ich tue die gleich. Ey, so möchte ich jetzt auch verkaufen. Ey, warum kann ich die Scheiße jetzt nicht mehr hochlegen? Alter, gleich raste ich aus. So. Alter. Die Scheiße ist ja. Ey, Chris. Ja. Ich raste dich aus. Schön für die. Ey, hinter deine Puzzle. Ey. Du Scheißanhänger, ich sag's dir, Alter. Das letzte Mal, dass ich mich hier so dumme Kacke gekauft hab. Der Billigkauf kauft doch, ja. Das haben deine Eltern bei dir auch. Ah ja. Ich raste gleich aus. Jetzt gib doch gar. Jetzt endlich. Jetzt müssen wir hochleben. Jetzt hängt der auf dem Posten nicht. Vorne. Doch ein. Ja, steig doch aus. Ach, hier oben, der Herr Kollege ist ja aufregt. Na, ist es immer so. Und ja, mit 21 km/h fahren ist halt auch nicht so gut, aber es geht schon. Und hier. Aber es wird schon funktionieren. So, meine lieben Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da, schreibt gerne einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.